Hallo, in diesem Video möchte ich gern zeigen, wie man in einem hybriden Meeting gleichzeitig eine Raumkamera nutzen kann, die den ganzen Raum zeigt, so wie diese Logitech Relay-Kamera hier, in die ich gerade reinschaue und ich zoome mal ein bisschen raus, dass man den ganzen Raum sieht und gleichzeitig eben eine zweite Kamera, die nenne ich mal Fokuskamera, die habe ich hier in der Mitte des Raumes aufgebaut. Die soll den Zweck haben, dass man damit immer genau die Person im Fokus groß zeigen kann in einer Porträtaufnahme, die gerade spricht. Und dafür habe ich diese Kamera hier in die Mitte des Raumes gebaut. Das ist eine OBS-Board Tiny 2 4K und auf die schalte ich jetzt hier mal um. Die ist gerade noch im Ruhemodus und ich wecke sie mal auf. Und da ist von ihr eine Videovorschau da. Und diese Kamera, das Bild leckt jetzt vielleicht ein bisschen, weil mein Rechner nicht der potenteste ist, mit dem ich das hier aufzeichne. Und meine Lippen und das Kamerabild bezüglich des Tons sind vielleicht auch nicht super synchron, weil der Ton jetzt noch einmal über eine Zoom-Konferenz kommt. Aber es geht eben mehr so ums Prinzip. Auf jeden Fall ist diese Kamera eine Tracking-Kamera. Das heißt, sie erkennt mein Gesicht und ich könnte mich jetzt erstmal hier so im Raum herumbewegen und sie verfolgt mich. Die Kamera lässt sich auch durch Gesten steuern. Mit einem L in der Luft kann man so einmal ranzoomen. Es gibt noch eine zweite Zoom-Geste. Diese beiden Ls, mit denen kann man jetzt auch noch mal gradueller zoomen und auch wieder raus. Und ich kann jetzt hier mal so ein bisschen damit im Raum weiter rumgehen. Dann sieht man, dass das ganz wunderbar funktioniert, dass das aber ja nicht unbedingt notwendigerweise das ist, wofür man jetzt eben diese Porträtkamera möchte, sondern die möchte man ja manuell steuern. Und dafür muss ich erstmal den Tracking-Modus beenden bei dem Modell. Das geht über eine flache Hand in der Luft. Jetzt könnte ich auch aus dem Bild rauslaufen. Und jetzt kann ich diese Kamera auf jeden Fall auch über so einen Joystick hier steuern und kann sie mal ein bisschen im Raum umschwenken. Und dann sieht man, wenn ich jetzt in diese Richtung hier gehe, hier ist die Technik im Raum. Hier gucke ich mir jetzt das Beamerbild an und die normale Raumkamera. Und wenn ich in die andere Richtung schwenke, dann komme ich wieder zurück zu mir und kann hier mal einmal so eine kleine Runde durch den Raum drehen. Und so könnte man jetzt hier eben auf jeden Platz händisch, ich habe hier mal ein paar Sachen hingestellt, mein Peli-Case, in dem ich meinen Laptop transportiere, die Tasche, in der sich das Stativ befindet, ein weiteres Peli-Case, wo Kamera und Mikrofon drin sind. Hier hinten steht jetzt ein Studiengangsflyer von unserem Studiengang. Und jetzt hätte ich fast eine gesamte Runde rumgedreht in dem Raum. Irgendwann geht es jetzt hier auch nicht mehr weiter, weil die Kamera kann sich nicht um 360 Grad drehen, sondern also nicht einmal komplett ringsrum, sondern hinten da, wo das Kabel angeschlossen ist. Da ist irgendwann mal Schluss. Und damit drehe ich jetzt mal wieder zurück zu mir und aktiviere mal mit der Hand wieder diesen Tracking-Modus. Und schalte vielleicht auch noch mal auf das eigentliche Zoom-Meeting um, um noch ein paar Sachen zu verlieren zum Thema Ton. Denn jetzt das Mikrofon, in das ich die ganze Zeit gesprochen habe, ist hier so ein Ansteckmikrofon, was an meinem Poloshirt befestigt ist. Typischerweise würde man in einer Videokonferenz jetzt Raummikrofone benutzen und die liegen hier im Raum. Ich kann ja mal ein bisschen rumlaufen. Die liegen jetzt hier vorne eines und das andere muss ich ganz durch den Raum laufen, nicht auf der anderen Seite hier drüben. Und ich spreche jetzt die ganze Zeit eben in diese Raummikrofone. Das sollte sich auch okay anhören. Man sollte das verstehen, auch wenn ich jetzt hinten relativ weit weg von diesen beiden bin. Die Raummikrofone nehmen natürlich ein bisschen mehr Raumhall auf. Und nicht ganz so klar wie dieses Ansteckmikrofon, aber wenn mehrere Leute im Raum sprechen sollen, ohne dass man gleichzeitig immer ein Mikrofon durch die Gegend gibt, dann wird das vermutlich erstmal nur über solche Raummikrofone ohne weiteren größeren Aufwand gehen.